Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20. Ich probiere mal hier dem Udo die Ballen zu verladen, aber ganz ehrlich, ich sehe da schon die erste Katastrophe eigentlich kommen. Den ersten Ballen haben wir schon wieder abgeladen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nein, der rollt weg. Der rollt weg, der rollt weg, der rollt weg. Okay, bleibt am Baum liegen. Okay. Oh, und der braucht so lange, bis der schaltet, dieser scheiß Telelader. Der kommt nicht vom Fleck. Der kommt nicht vom Fleck. Ich soll ihm die auch noch runterfahren, ey. Die schieben den Telelader ja nach Timbuktu, ey. Die Ballen. Ja, nee, der eine rollt. Nee, die rollen ja dann wieder runter. Das ist ja Blödsinn. Oh Gott. Ich hab keinen Bock, ey. Wieso habe ich ja gesagt? Nee! Bleib da liegen! Nein! Oh, nein, jetzt sind es auch noch zwei. Halt, 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 stopp! Halt, stopp! Nein! Okay, einen haben wir. Den anderen? Der andere hat einen Baum gehabt. Okay. Alter! Du, die Elsa ist ausgerutscht. Ich muss mal los. Also meine Kuh, die Elsa. Da. Ey, so ein Scheiß da oben, Ball zusammen zu glauben, ey. So ein Schrott. So ein Murks, ey. Wer macht denn sowas freiwillig, bitte? Nee, ey, danke. Tut mir leid, aber... darauf habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Muss mal schnell zur Elsa. Alter. Wieso macht man da oben bitte Ballen? Ist doch Blödsinn. Nur weil er sich scheiß Equipment gekauft hat, muss er da Ballen machen, ey. In einem gescheiten Ladewagen. Heieiei, ey. Unglaublich. Wie kann man da oben Ballen machen? Da oben, guckt euch das mal an. Also ist ja klar, dass die Ballen da runterrollen. Voll? Okay.
mir leid, Udo, aber so ein scheiß Job. Den muss der alleine machen. Ups. Ja, guck mich nicht so an, kann man ja mal passieren, ne? Oh, ich könnte mal auch nach meinem Weizen gucken, den ich da angepflanzt. Nee, Hafer hatte ich angepflanzt. Muss ich gleich auch mal gucken, wie der sich macht. Aber erst müssen die Kühe mit Wasser versorgt werden. Und dann können wir danach mal gucken. Ich weiß nicht. Also ich würde das Heu da oben entweder in Quaderballen machen. Dann kullern die zumindest nicht weg. Wobei, das Gefälle da, könnte auch sein, dass da selbst Quaderballen wegrollen. Aber auf keinen Fall würde ich da Rundballen machen, ey. Das ist ja sinnlos hoch 10. Naja, ich habe einen guten Willen gezeigt, ne? Bleiben wir, sagen wir mal so. Und ich musste ja sowieso runter wegen meinem Wasserfass. So, vor allem muss ich hier jetzt mal schwaden auf der rechten Seite, dass man da auch das Heu runterkriegen. Die saufen ziemlich viel, ne? So. Schwader, Schwader, Schwader. Haben wir überhaupt einen Schwader?
Und wenn ja, wo hatte ich den noch mal abgestellt? Ah ja, hier. Stimmt, das war ja der hier. Upp. Ich glaube, dafür nehmen wir einen MF, das reicht. Der müsste genügend Leistung haben. Kann man ins Handbuch gucken. Nee, Moment, das ist falsch rum. Mist. So. Hey, das ist doch beides links. Wollt ihr mich jetzt verarschen? So ein Schwachsinn aber auch. Rechts und links ist genau das Gleiche. Warte. Wir probieren das nochmal. Ja, was macht der denn hier? Ist doch Blödsinn. Er legt da zwei Bahnen ab. Also so ein Schrott, ey. Das hat mich letztes Mal schon aufgeregt bei dem Schwader. So. Sieht's halbwegs korrekt aus. Aber wieso der von links? Klar, jetzt ist rechtsseitig. Aber wenn der bei linksseitig das nicht hinkriegt, dann frage ich mich wieso. Wieso der das da so komisch macht.
So, ich hoffe mal, dass wir das relativ schnell geschwartet kriegen. Dass wir dann auch Ballen pressen können. Schauen wir mal. Und der hagelt auch ein bisschen hier von der vom Gaspedal her. Naja. Ich werde jetzt mal weiter Heu schwaden und hoffen, dass wir das alles relativ zügig über die Bühne kriegen. Vor allem, dass das Wetter mitspielt. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gerne morgen wieder bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Auf der weichen 2K20. So, ich fahre jetzt nochmal runter, damit wir auch wirklich nur eine Bahn haben, weil sonst haben wir hier zwei Schwartbreite. So, also wie gesagt, bis morgen, haut rein, macht's gut, tschüss.